Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute geht es um das Thema Verkleidung. Keine Kleiderverkleidung, sondern Autoverkleidung. Heute, wir haben schon angefangen, die Seitentür zu verkleiden. Heute ist die Hintertür. Die nächsten Tage kommen die anderen Wände und ja, das wollte ich euch mal sagen. So, das ist ein Senker, damit bohren wir die Löcher vor vom Holz, damit die Schraube einfach besser drinnen sitzt, damit das Holz nicht reißt und damit man dann quasi direkt an die Karosserie schrauben kann. Und so sieht das Ganze aus. Das ist dann halt quasi schon die Kuhle, die vorbereitet ist, wo dann die Schraube schön Platz drin hat. Und das kann man sogar noch verstellen, je nachdem, wie groß man dieses Loch haben möchte. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Ja, unsere Tür ist fertig, mehr oder weniger. Zumindest haben wir jetzt alles verkleidet. Aber weißt du, die Tür, die man öffnet, geht hier. Oh, jetzt ist es schwer. Ist ein bisschen schwerer jetzt, ne? Ja, ich kriege Armut, ey. Beim Auf- und Zu. Okay. Und wir setzen jetzt nämlich noch so einen Holzkran drauf. Das ist selbst ausgedacht, deswegen probier's aus. And I know this is my time now. Gonna be myself, I could be someone else. No one's stopping me now. Gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. So, das haben wir jetzt geschafft, die erste Hecktür. Wir haben das ein bisschen zusammengebastelt auf unserer eigenen Kreativität und das ist bei rausgekommen. Es ist halt nicht perfekt, aber das ist gerade das, was schön ist. Diese Ecke war ein bisschen schwierig, weil die ein bisschen höher gegangen ist. Erstmal wollten wir das ein bisschen abschleifen, aber dann haben wir uns entschieden, einfach da so eine komplette Ecke reinzuschneiden. Und sieht doch gut aus, würde ich sagen. So, ich messe jetzt einfach mal die Länge hier ab. Einmal den tiefsten Punkt und einmal dann den höchsten Punkt von dem Brett quasi da hinten. Und da und da und so schneiden wir dann quasi das Holz zu. Hat man das kapiert? I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. Oh, Handwerk da unten. Nee, da unten die Handwerk. Schief. Das ist schief. Ja. Aus dem Strom raus. Komm
aus dem Strom raus und machst du gerade. Hinlegen, aus dem Strom raus. Sicherheit geht vor. Und wie fühlst du dich so als Sägerin? Nervensäger. Nervensäger? Gestern die ganze Zeit die Bohrmaschine mit der Solarenergie betrieben über diesen Spannungswandler und die Batterie hat gestern den ganzen Tag gehalten. Wir haben sie noch nicht mal zu 75% oder 80% leer bekommen und das, obwohl wir gestern echt viele Schrauben geschraubt haben. Also wenn ihr auch Interesse habt an dieser Solaranlage oder an dieser Batterie, dann schaut doch mal bei uns im Elektrik-Video vorbei. Ich verlinke euch das mal hier oben und dann könnt ihr mal auf Amazon schauen, was für eine Solaranlage wir verbaut haben und vielleicht ist das auch eine für euch. Wir machen jetzt mal weiter. Jo. Und verkleiden die Decke. Tag 3 unserer Innenverkleidung. Wir haben jetzt gerade überlegt, wie wir dieses Problem hier lösen, aber wahrscheinlich werden wir ein Brett nur bis hier hinschneiden, weil hier ist so eine Wölbung. Und das werden wir dann vielleicht extra mit Filz oder sowas bekleben. Aber das schauen wir dann nochmal. Jetzt gucken wir mal, wie wir diese Rundung hier an der Decke hinbekommen. Das wird ein Spaß. Das sieht gut aus, oder? Mhm. Gut, okay. Alles klar. Mal hier eine fest. Sonst sieht es ja aus, als würdest du nur immer alles machen. Aber ich mache ja auch was. Na dann Zeig mal was. Zeig, was du drauf hast. Okay. Was war das? Oh, gar nicht so einfach. Okay. Das habe ich jemand auch gelernt. Das ja. Gut. Ja, wer mit so einer Frau reist, der hat's drauf, ne? Okay. Alles dabei. Okay. Los geht's. So, wir haben jetzt uns hier entschieden für die Rundungen. Haben wir ein ausgemessen, ein Brett an die Querstrebe angeschraubt. Dann ein anderes, Holzpanel an das Brett und dann kann man hier quasi weitermachen und dann die Decke so verkleiden. Jo, mal schauen, ob das auch so durchgehend klappt.
willkommen zu einem Ende des Videos. Ja, ihr habt es geschafft und wir auch. Ja, das war der Innenausbau-Vlog. Und ich muss sagen, das war wirklich, wirklich spaßig, das ganze Ding hier auszubauen. Ja, und wir haben 3 Tage mehr oder weniger. Oder? Ja. Drei volle Tage, ne? 3 volle Tage gebraucht, um das zu verkleiden. Ja, insgesamt pro Tag haben wir, glaube ich, so 9 Stunden gearbeitet. Und ich weiß jetzt, warum sich viele einen Campervan ohne Fenster holen. Genau, das Schwierigste war nämlich, diese Fenster zu verkleiden. Das Ganze dann abzumessen und genau so zu machen, dass es reinpasst. Ja, ja, die ganzen Rundungen. Ja. Ja, und jedes Fenster war auch irgendwie anders. Also insgesamt haben wir jetzt hier 6 Fenster und es war 7. Das war eigentlich die meiste Arbeit. Wenn man einfach so alles so verkleidet, dann braucht man weniger. Ja. Aber gut, dafür ist es schön. Ja, dafür haben wir es richtig schön. Finnische Sauna. Aber da kommt auch noch Farbe drüber, das seht ihr dann in einem von unseren nächsten Vlogs, wie das dann, oder vielleicht in unserer Roomtour, weil als nächstes bauen wir erstmal die Möbel. Aber so für euch nochmal zur Info, wir haben hinten an der Seite, hinten und an der Seite MDF-Platten benutzt, 10 mm dick, und hier diese Paneele hinter mir sind 12,5 mm dickes Nut- und Federnholz aus Kiefern. Und insgesamt wiegt diese ganze Innenverkleidung ca. 105 Kilo. Ja. So, und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann wisst ihr Bescheid. Ihr wisst Bescheid, lasst uns gerne einen Daumen da, abonnieren nicht vergessen. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye. Okay. Okay. Da kommt schon der Chef. Ah, der Chef kommt da hinten schon. Computertour beendet. Müssen wir anfangen zu arbeiten jetzt. Ja. Ende Vlog innen aus Bau. Vuoi fare una fotografia? Sì. Perché penso il luce è molto molto bene. Ok, va bene, facciamo una fotografia. Sì, ok. Vuoi connettare con la camera?